Der Hubschrauberlärm ist weit zu hören. Über den Baumwipfeln der Waldflächen in Hulan verteilt der Helikopter kohlensauren Magnesiumkalk. Im Auftrag der Gelsenwasser AG als Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Haltern. Auftragnehmer der Maßnahme ist die deutsche Heliforst GmbH. Bodenuntersuchungen des Waldes hatten sehr niedrige pH-Werte ergeben. Ja, wir haben im Vorfeld Bodenuntersuchungen gemacht und haben festgestellt, dass die Böden stark versauert sind. Das sind pH-Werte von etwa 4,0. Und das sind sehr niedrige Werte. Und um da die Werte anzuheben und das Waldwachstum wieder zu fördern und auf jeden Fall oder auch gesundere Wälder zu erhalten, führen wir diese Kalkung durch. Hubschrauberpilot Matthias Pauken kennt sich mit der Technik genau aus. Bei guter Witterung fliegt er von morgens bis abends. Ein GPS-System zeigt an, welche Flächen bereits bekalkt wurden. Bei guter Witterung soll die Maßnahme in 3 Tagen beendet sein. Bei der Bekalkung fliegen wir so, versuche ich im Schnitt zwischen 5 und 10 Meter über den Bäumen zu fliegen. Komplette Befliegung wird per GPS aufgezeichnet. Und sobald ich einen Kübel auslöse und er anfängt zu streuen, wird dann auf dem GPS dann der Bereich, wo ich beflogen habe, der wird dann grau ausgemalt. Rund 66.000 Euro wird die Bekalkung der 277 Hektar großen Fläche in Hulan kosten. Eine Gefahr für Waldspaziergänger und Radfahrer besteht dabei nicht. Also wir haben den Wald nicht gesperrt. Wir haben im Vorfeld alles Mögliche getan, um zu informieren, dass es wirklich diese Kalkung stattfindet. Der Kalk ist auch völlig ungefährlich. Sollte man mal was abkriegen, ist es also wirklich nicht gesundheitsschädlich. Und jeder, der im Wald ist, der wird den Hubschrauber auch hören und dann entsprechend reagieren können. Forstamtmann Albert Oehlmann hofft, dass die Bekalkungsaktion die erhoffte Wirkung erzielt und dem Waldsterben entgegenwirkt. Eine neue Bekalkung wird erst in 10 Jahren wieder erforderlich sein, so Albert Oehlmann.